Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonntagsfahrer. Lang ist es her. Wir sind wieder zu zweit. Wir, das sind Lavan und ich. Hallo. Genau. Ich befinde mich hier in. Ich sollte mal die Türen riegeln. Das wäre natürlich Denk klug. dran, mir Bescheid zu sagen, ne? Genau. Ja. Hallo. Ich habe die Türen in. Hallo. Ach so, ja. Ich befinde mich hier in Bochum. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, ich befinde mich in Bochum und ich fahre die RE1 Bochum Hauptbahnhof Richtung Duisburg Hauptbahnhof. Du kommst da, glaube ich, mit einer 425 entgegen. Ja, und bei dir, ich bin jetzt, bei mir ist es jetzt 56 jetzt. Gut. Falls wer sich gewundert hat, warum ich jetzt erst, also wir machen das ja immer so, jetzt erst rein starte, irgendwie gibt es ein, keine Ahnung, irgendwie hat der, als wir 55 reingestartet haben, weil der Zug vom Seitenspinner losfuhr, hat er bei mir, war ich schon auf 5, 13, 5, Quatsch, 16. 15:55, 55 eingestellt. Da fand es wohl jemand witzig, das so einzustellen. Das ist normalerweise nicht so, deswegen mussten wir das kurz einstellen. So, ich hoffe, das ist mein Zug. Ich sehe keine andere 425 mit, also steht nicht einzusteigen dran, das können wir ja noch ändern. Ich Das fahre muss ich bei heute, wie mir gesagt, wahrscheinlich auch noch ändern. Ich muss aber noch ich warten, das ist habe gut. den, also meiner Meinung nach den bestmodelliertsten oder best umgesetzten Zug im Wie ist der TSW hier? bisher. Also wird wahrscheinlich auch der beste umgesetzte bleiben, weil TSW 2 steht vor der Haustür. Also ich finde die 425 vom Sound allein schon so gut umgesetzt. Das ist, wahrscheinlich, weil ich auch die Baureihenfamilie zumindest ganz gut kenne. Und auch die 425 schon mal mitgefahren bin als Passagier. Ich muss jetzt raten, weil ich nicht erkenne. Würzburg, RB. 16 Uhr ab. Ich glaube, die Türen müssten wir gar nicht aufmachen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ist denn hier Dings hier? Ist das Halt schon hier? verriegeln. Das war, glaube ich. Nein, Wo das war stellt hier man gleich gerade. nochmal die Dings ein? Die ZZA. Ist das? Ach, hier vorne, genau. Für mich ist auch etwas her. Ich habe seitdem kein TSW mehr angerührt, seit der letzten Aufnahme von Sonntagsfahrer. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welche Richtung ich fahre, ob welche RE das eigentlich ist. Stell ich denn das gleich nochmal ein? Weißt du das noch? Im linken Dashboard müsste es bei dir sein. Ja. Und was muss man da? Ach, Zug, genau, Zug auswählen. Nee. Zug, ja, okay. Ja. Und dann wieder hier drauf und dann bin ich zurück. Fahrt. FES, hier steht FES. Was ist denn? Was war denn das gleich nochmal? FES, ich kenne das jetzt ZZA. Ach, hier, genau. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall das gemeint. Route eingeben. Zugverband. SS ist keine S-Bahn. Es ist eine RI11 Richtung. Jetzt überlege ich, Hamm oder Mönchengladbach? Weißt du das? Oh, wir fahren los. Hamm. Wieso fahren? Okay. Ich weiß nicht, welche Richtung jetzt richtig ist, ehrlich gesagt. Ob ich jetzt Richtung Hamm oder Richtung Mönchengladbach fahren müsste. Ich bin mir gerade auch unsicher, welche RE das eigentlich ist. Also ist auf jeden Fall RE11, das weiß ich. Und da stand drin bis Essen. Hinter Essen liegt Hamm. Mönchengladbach ist andere Richtung. Würde ich sagen. Ich glaube, Hamm ist richtig. Hoffentlich. Wenn, dann fahre ich falsch rum. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, mein Handy liegt, ist leider. Liegt leider auch nicht neben mir, sonst hätte ich jetzt kurz gegoogelt. Und raus haben wollte ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Zumindest die Dings steht richtig. Entkuppeln wollte ich gar nicht. Habe ich jetzt entkuppelt? Hä? Ich wollte hier den Dings reinstecken. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Zug entkuppelt. Entkuppelt, was ist das immer? So, Fahrtrichtung wäre dann nach vorne. Das passt. Also, wenn sich gleich der ein, nur eine Zugverband in Bewegung setzt, weil ich die gerade entkuppelt habe, habe ich ein Problem. Okay. Läuft. Ich habe gerade Entkuppeln gedrückt über der über Dings. Ach, dafür Ah. brauche ich auch den Schlüssel da drunter, muss ich reinstecken. Gut, das geht gerade ohne Schlüssel. Für so Deppen wie mich, die irgendwie so was rumdrücken im Zug. So, werden Sie PZB hatten wir an. Idiotenschutz, sagst du? Idiotenschutz, sage ich. Ich dachte gerade, jetzt fahre ich gleich mit der einen Hälfte los, ja? Bleibt die andere hier, die fährt in eine andere Richtung weiter.
gibt's ja auch öfters. Warum so, Fahrgäste ne? einsteigen lassen. Machen wir schon. Ja. Also wie gesagt, ist ja auch gar nicht so unrealistisch. Ich hoffe, Hamm ist richtig. Obwohl, wir fahren Richtung Bochum, ne? Fuck. Ah, Essen, da steht der Essen drin. Essen ist eigentlich bei Hamm. Oh, da bin ich jetzt. Ich Ruhrgebietkenntnis. Das ist nicht alles beim Mann im Kopf. Mönchengladbach ist hinter Mainz. Das war oder irgendwo bei Mainz. Da ist nicht Quatsch. Ist nicht nie. Ist Quatsch gar nicht bei Mainz. Ist bei Köln. Ey, ich habe keine Ahnung. Eigentlich bin ich in Geografie gut, aber ey, da kommen wir durcheinander. Auf jeden Fall, es ist weiter hinten. Also südlich. Südwestlich als. Da, wohin fahren, glaube ich. So. Du wolltest reden, ich wollte jetzt. Ich weiß nicht, was es. Glaube ich. Mhm. Ich hatte dich jetzt unterbrochen. Warum ist Sifa nicht an? Ich habe doch Sifa aktiv. So. Warten Sie bis 16.02 Uhr. Okay. Dann können wir ja schon mal. Fahrradinsel hatten wir schon vorwärts eingestellt. Ja, und dann können wir gleich schon mal los. Also in 2 Minuten. Bist du schon am Fahren? Ich bin schon am Fahren. Ah, Sifa ist wieder aus. Warum auch immer. Hä, warum funktioniert. Okay. Bestätigen war Bild runter, ne? Gerade nochmal überlegt, dass ich das falsch rum wieder drücke. Es kann sein, dass ich sie von nicht aktivieren kann, weil es mal wieder rumbackt. Werde ich gleich nochmal nachgucken. Bestätigen war Bild runter, oder? Ja, ne? Ja, ja. Kommt halt noch ein anderer Zug angefahren links. Fahren wir erstmal schon mit 160 lang. Aber wir haben eh noch rotes Signal bis 6.02 Uhr. Wahrscheinlich wegen dem Zug links. Und rechts noch ein Güterzug. Ganz schön Verkehr hier. Okay, Türen verriegeln. Links verriegeln. Das ist aber schon gleich da, in Wattenscheid. Moment. Hä? Sitze ich auf der falschen Seite? Mein Signal ist noch rot. Ich hoffe, ich sitze nicht auf der falschen Seite. Wenn ich jetzt in die... Ich schau mal einfach auf was. Alter, das wär's ja noch. Ja, aber das Signal bleibt rot, weißt du? Ich schau mal eben, ob die andere Seite grün ist. Weil dann wäre es mein Fehler gewesen, dann saß ich auf der falschen Seite. Okay, wir sollten mal in Eisen gehen, fällt mir gerade auf. Oh-oh. Oh-oh. So, schauen wir mal, ob hier was grün ist. Ach, da sitzt er doch auch. Ja, ja, gut. Alles gut, ich saß auf der falschen Seite des Zuges. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir noch... Bis okay, die Bremsen sind gut. So. Ach ja, scheiße. Fuck. Weißt du, was man braucht? Den Schlüssel. Lol. Der jetzt natürlich noch auf der anderen Seite des Zuges ist. Ich jogge erstmal so am Zug. Ich habe schon 3 Minuten Verspätung jetzt. Durch die Aktion. Ich. Aber zwei. Immer was Neues, ne? Ach, herrlich. Das wäre auch noch nicht passiert bisher. So, jetzt muss ich mich natürlich hinsetzen, muss einmal hier den Schlüssel mitnehmen, sonst wird das nix. Ja. Ja, Schlüssel mitgenommen. Ja, passt sonst alles, richtig eingestellt und jetzt können wir endlich los. So, ist die Versicherung an. Hast du das schon mal im Zug gehört? Entschuldigung, meine Damen und Herren, wir entschuldigen uns für die Verspätung, der Lokführer auf der falschen Seite des Zuges und hat seinen Schlüssel vergessen. Auch schön. Finde ich aber gut, finde ich gut. Ah, ich wette, dass es irgendwie Lokführer schon mal passiert, dass er den Schlüssel auf der falschen Seite des Wagens vergessen hat, weil du hast ja nur einen. So. Vorwärts. PZB ist Sifa. Fahrt euch in seine Vorwärts und jetzt gib ihm. Das war jetzt 90 fort. Ach, herrlich. 60, besser gesagt. Am Signal. Könnte es Würzburg Hauptbahnhof sein? Ich habe keine Ahnung. Würzburg ist Bayern, das kann nicht sein. Ja, ist aber näher eh. Ja, aber das ist die andere Strecke. Das ist Spessartbahn.
Der fährt zwischen Würzburg und Frankfurt. Muss irgendwann mal das Ruhrgebiet irgendwann nachbauen, dann weiß ich auch, wo welche Städte liegen. Hagen kann es ja eigentlich auch nicht sein mit dem anderen. Na, Hagen kann sein. Das ist gar nicht so weit weg, die Strecke. Oder Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Nee, Frankfurt-Main ist die andere Strecke. RE1 ist es. Du bist der RE1, bin mir ziemlich sicher. Ja, ich das heißt, bin der fährt entweder nach, du fährst entweder nach Minden, also der kommt aus Minden, der RE1, oder der fährt nach Köln, glaube ich. Minden und Köln, kann das sein? Minden habe ich ja nicht gesehen. Minden habe ich auch. Minden ist da irgendwo. Warum fahre ich denn jetzt rückwärts? Was soll denn der Mist? Hallo? Geht das schon wieder so los wie letzte Folge? So, jetzt beschleunigen wir mal richtig durch hier. Ich habe jetzt keine Zeit zu verlieren. 16.07 Uhr müssen wir da sein in 7 Kilometer. Ich glaube, das wird eng. Ich vermute, dass wir uns wieder völlig falsch begegnen. Kann gut sein. RE Siegen Hauptbahnhof habe ich auch, aber ist ja auch von einer anderen Strecke. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du der RE1 bist, oder? Ja, ich bin der RE1, aber ich habe keine Ahnung, was RE1, in welche Richtung, wo der hin soll, weil da steht immer nur RE. Ja, RE, XYZ. Okay. Deswegen wollte ich jetzt gerade nebenbei nachgucken, aber... Und diese Brücke ist so schön, finde ich. Die soll aber auch relativ realistisch nachgebildet worden sein. Irgendwo gelesen. So, jetzt sollte ich eigentlich... Noch mal. Ah, jetzt geht Microsoft Edge auf. Jetzt sollte ich eigentlich in Mülheim sein. Oh Gott, Lex. Was machst du da? Wir sind auf der Hauptstadt. Ach, du willst googeln, wo du hinfährst, oder was? Genau. Auf dem Handy aber, ne? Oder? Nee. Hast du... das Spiel wird aber angehalten. Wird das Spiel angehalten? Bei mir nicht. Also ich hab's. Ach, das ja, läuft weiter im Hintergrund, oder was? Ja, ja. Okay, also es war hart im Lecken gerade, weil das gerade Kacke mal wieder ist, aber... Hast du gerade Zeit oder was? Ich habe jetzt gerade Zeit dafür, also ich fahre ja nur und dann kann ich noch sehen, wie weit es ist. Okay, 3,2 Kilometer, dann muss ich... Ich weiß, es ist bestimmt gut. Du bist ein super Vorbild für Lokführer mit Ablenkung und so. Auf jeden Fall. Der eine ist halb blind, der andere ist abgelenkt, wir sind die Profi-Lokführer. So. Oh, dieses dreckige Bing funktioniert auch nicht. Aber hier kann ich wenigstens schon 150 ausfahren, wenn ich es tun will. Oh, ich muss mal entschleunigen. Aber ich hoffe, der hat eine gute Bremse, oder? Das schaffen wir noch 110 da vorne, alles gut. Damit ja. Das ist so belastend, dass manche Sachen nicht angezeigt werden. Oh. Oh, oh, oh. Also die 110er angekündigt brauchen wir eigentlich nicht bestätigen. Aber trotzdem, weil es kann. Ja, ich war links. Ich bin fast noch 150 in die 140er reingerauscht. Sich schon, wir haben noch Zeit, lass uns rollen. Und da vorne kommt der nächste Bahnhof schon, da müsste ich ein bisschen schon für bremsen. 1600 Meter, nee, der bremst so gut, der sollte eigentlich packen. Der schätzt, glaube ich, ein bisschen. Ja, wir sind schon auf 80, alles gut. Wo 60 Bahnsteigs angefangen war, ein bisschen knapp jetzt gerade. Aber der bremst so krass. Ist halt eine S-Bahn-Bremse eigentlich, ne? Oh Gott, diese dämliche Mist.
Da sind wir. Also im ersten Bahnhof. In Mülheim an der Ruhr stehe ich gerade. Wo stehst du? Wo musst du jetzt hin? Ich muss nach Essen Hauptbahnhof auf Bahnsteig 2. Moment, ende ich nicht in Essen? Nee. Ende in Bochum. Also, du kommst doch von Bochum, oder? Ich komme von Bochum. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall, weil bei mir die Stadt Richtung Essen. Und warum fahre ich dann noch weiter nach Bochum? Ich habe ein rotes Signal vor mir. Okay, ich hoffe, das springt gleich auf grün. Bochum, Duisburg, wo kann ich denn hinfahren? Nee, ich habe mich verguckt, alles gut. Ich dachte gerade, ich habe gedacht, die 130 hat kein Signal. Ja, gut. Gerade weil die 130 Anzeige ist rot drumherum. Logisch, ist er aber immer, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich habe zu lange TSW nicht mehr gespielt. Ich dachte gerade echt, die 130er Anzeige, dass die rot drum ist, heißt ein rotes Signal. Naja, gut. Ach du heilige Scheiße. Halt immer noch hier rechtzeitig. Wo sind wir überhaupt? Essen, ne? Ja. Komm, wir machen jetzt hier Turbostart. Meist die Omas durch den Zug. Ist mir gerade egal. Ich bin so viel verspätet. Also vom Prinzip her könnte ich nach Düsseldorf, nach Leverkusen, nach Köln, aber ich kann auch komplett im falschen Fahrplan gerade sein. Also Düsseldorf, Leverkusen, Köln klingt alles richtig für den RE1. Ich könnte auch nach Aachen und so weiter, also das ist zumindest eine RE1, die in NRW fährt. Dann kann man die ja vielleicht sogar im neuen Dings fahren. Im TSW 2. Also da wird ja die Strecke Köln-Aachen dargestellt. Mit dem ICE und ich glaube, da ist noch Talent dabei, ne? In DB-Farben. Ich hoffe, dass die anderen Fahrzeuge da auch auf der Strecke verfügbar sind. Entriegeln und. Aber ich kann mir sagen, dass sie sagen, hier, weil das jetzt ein neues Spiel ist, dass die alten Fahrzeuge dort nicht verfügbar sind aus TSW 1. Aber das hoffe ich einfach mal, dass es geht. Weil das stand ja eigentlich, dass es kompatibel ist, aber ich weiß nicht, ob der Fahrplan. Müssten wir so schauen. Also das fand ich ja immer ganz. Falsch. Das fand ich ja immer ganz schön, dass man in den anderen Strecken auch die anderen Fahrzeuge wieder fahren konnte. Okay, ich halte auch das nächste Mal in Essen. Da kommt schon mal eine S-Bahn, glaube ich. Ja. Frankfurt am Main ist nicht. Eine RB ist es auch nicht. Ach, drauf geschissen. Ich finde es nicht. Also ich kann es nicht. Ist egal. So. So, kann ich wenigstens 160 ausfahren, das ist auch ganz gut. Kann man nochmal ganz kurz von außen drauf gucken. Welche Taste war das jetzt? Ne, welche Taste war denn jetzt vorbeiziehen lassen hier? Nochmal? Ah, nee, falsch. Ja, okay. Ich höre das auf mit diesen Ansichten durchwechseln. Ah, das glaube ich, ich habe dich jetzt schon gesehen. Ich kann sein, dass ich dich gerade sehe, ich weiß es nicht. Weil der fuhr gerade einer mit Steuerwagen voraus, Doppelstock, RE. Ja, das kann ich ja gewesen sein. Das wirst du wahrscheinlich gewesen sein. Ich bin jetzt auch auf dem Weg nach Essen. Ich hab dich gar nicht gegrüßt, weil ich gerade aus dem Kamerawechsel rauskam. So. Wie lange dürfen wir eigentlich die 100? Da vorne 130, okay. Also dürfen wir bis 160 fahren, das ist gut. Gib Gas! Schaffst es. Hallo? Bremsen wir nochmal, weil wir aus dem Quark kommen.
So ein bisschen früh schon wieder in die Bremse gegangen. Und dann nähere ich mich schon Essen jetzt gleich. Ey, ich komme nicht aus dem Quark, was ist denn das? Brauchen wir auch eigentlich nicht bestätigen. Hier irgendwas Interessantes für uns? Nö. Hä? So. Wieso? Also zeitlich bin ich, also gut, dass wir uns schon gesehen haben, scheinbar, ich habe keine Ahnung. Wobei, ich weiß es nicht, weil das, wo ich dachte, dass du es vielleicht sein könntest, das steht hier noch. Wo steht denn der? In Essen? In Essen, glaube ich, wo ich gerade war, ja. Ich bin mit dir aus dem Quark gekommen, warum auch immer. So, jetzt geht's nach Mülheim. Oh, ich liebe diesen Zug, der lässt sich so gut fahren. Bester Zug. Bester Zug. Ich glaube, ich wäre sogar ziemlich im Plan, hätte ich nicht meinen Schlüssel vergessen vorhin. Irgendwas Interessantes? Nö. Sollst du 130 fahren und 160 danach? Gott. Also ich müsste jetzt schon längst in Mülheim an der Ruhr am Hauptbahnhof sein und ich habe noch 8 Kilometer vor mir. Läuft. Ah, ich bin auch so, diese 3-4 Minuten werde ich nicht aufgeholt haben. So. Jetzt, ich bin aber sonst ganz zügig gerade unterwegs, das passt gerade ganz gut. Links verriegeln. Und weiter geht's Richtung Wattenscheid. Ach ja, jetzt kommt die, glaube ich, die Strecke, wo wir nicht mehr so rasen können. Und ein bisschen auch Signale. Wo die Signale auch mal ein bisschen was anzeigen können. Was wir bestätigen mussten und so. Was nochmal? Ich komme jetzt auf den Streckenteil, wo man ein bisschen langsamer fahren muss, glaube ich. Du bist am Anfang, glaube ich, auch nicht mit 160 durchgepäst, oder? Ich glaube doch schon, ja. Echt? Ja, vielleicht fährst du auch ein bisschen anders rum, weil ich ja auch eine andere RE-Strecke bin. Vielleicht hält die fährt, glaube ich, eher, aber ich bin die, glaube ich, schon mal gefahren. Jetzt kommen wir nämlich in den Abschnitt. Ich glaube, hier war auch irgendwo eine 60er-Stelle und so, die irgendwie so doof angekündigt wurde. Also sind wir jetzt 130 schon mal. Das ist ja kein Problem für uns. Meine, kommt gleich irgendwas. Oder hier war gleich. Irgendwo war da, glaube ich, ein Fehler in der Strecke, wo ich mal gezwangsgebremst hat aus irgendeinem Grund. Sagt er jetzt, damit er eine Ausrede hat, wenn er einen Zwangse kriegt. Ja, ich nee, kann, aber ich glaube, jetzt ist also ich, ja? ich kann diesmal keine Sieferzwangse bekommen, weil der Kram herumbackt. Echt, ist aber immer so ein Steuerwagen? Ich weiß gar nicht. Nee. Also das backt und also ich müsste wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mal, wie es beim letzten Mal war, ich glaube, ich müsste das Spiel neu starten und dann wird es funktionieren, aber das weiß man ja erst, wenn man angefangen hat und dann ist es ja halt zu spät, ne? SIFA ist jetzt auch nicht so das Ding, wo wir jetzt, ja, ich auch schon öfter SIFA Zwangse gekriegt habe. SIFA Zwangse sind halt unnötig as hell. Das ist halt so wirklich so dieses. So. Jetzt sind wir in der 30er Zone. Sind auch schon fast da. Ja, schon mal mit 1A der Zugbremse 1A runterbremsen, wobei. Wo müssen wir denn noch halten? Gut, dürfen wir 160 tatsächlich wieder fahren. Sehr gut. Okay, nach haben wir sogar schon den Endhaltepunkt. Oh.
Ja, dann, danach müsstest du in Dings halten. In, genau. Wo komm ich denn her? In Duisburg. Duisburg, danke. Dann müssen wir noch mal ein bisschen weiter. So, 4,2 Kilometer noch bis Wattenscheid. Hast du in Wattenscheid auch gehalten? Da bist du, in Wattenscheid. Ich bin jetzt kurz vor Wattenscheid, 3,6 Kilometer. Dann ist das auch dein letzter Halt. Vorletzter. Wattenscheid noch? Und dann? Ja, meine ich. Dann Bochum, ja. Vermutlich ja. Wie viele Punkte hast du bisher gesammelt? 4192. Dann sind wir echt 4210. Ich glaube, wir fahren gerade gleich gut. Aber ja. Das ist mit den Punkten, hatten wir ja schon mal festgestellt, dass das so manchmal irgendwie komisch ist in dem Spiel. Ja, ja. Da kann man auch ein Analysevideo rausmachen. Okay, da brauchen wir auch gar nicht mehr vom Bahnhof runterbremsen auf die 140, weil das genau am Bahnhof ist. Da, wo war, also das ist das Signal am Bahnhof. Ist dann noch alles grün, das ist super. Wobei, es kommt dann auch echt auf den Halt an, wie man hält, ne? Also das macht schon viel aus, die Halterpunkt dann. Also die Haltpunkte waren vorhin ganz gut. So, jetzt waren wir. Ich war auch einmal nur drüber, glaube ich. Hab ich da jetzt eigentlich was gemacht oder so, oder was? Ja. Oder was? Kennst du den aus dem Ruhrgebiet? Das gibt's ja. Oder da gibt's so einen eigenen Clip von so einem Typen, der so die ganze Zeit oder was sagt, so in jedem Satz. Oder was? Die ganzen deutschen... Ich wollte nicht in die Notbremse gehen, fuck. Die ganzen deutschen Memes, da gucke ich sowieso meistens nicht rein, weil, naja. Okay, jetzt bin ich ein bisschen drüber hinausgerutscht, 10 Meter. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Hinter einem Signal macht man eigentlich nicht zu halten, außerdem eine Tür schon dran vorbei. Schade eigentlich. Aber die Türen sind so nah an den Zug. Gut, oh Gott, Zielvorgabe. Ich habe für diesen Halt habe ich gerade nur 269 Punkte bekommen. Warum das denn? Oh, ich krieg schon wieder keinen Power. Was soll denn das? Fliege, hau ab. Und ich müsste schon mal hier rausgehen, dass sich alles löst. Sag mal, wo ist denn die Bremsanzeige aber da oben? Das liegt, ich bin halt so spät dran. Ich bin jetzt 4 Minuten zu spät gewesen. Oder, nee, gar nicht wahr. Ich glaube, ich war nicht nur 4 Minuten zu spät, ich war 6 Minuten zu spät. Das ist kein Wunder, dass ich kaum Punkte bekomme. Also du wirst wahrscheinlich mehr Punkte haben am Ende. Ich bin jetzt bei 4915. Ich bin bei 4953 und habe nur noch einen Stop, wo ich richtig Punkte farmen kann. Also 1000. Ja, du bist aber trotzdem mehr als ich, weil... Ich glaube, ich auch viel zu spät bin. Hatte ich ja gerade mal gesagt. So. Kann man erstmal durchbeschleunigen. Und weiter geht's. Nächster Halt Bochum Hauptbahnhof, wie gesagt. So, was haben wir denn da? Wir haben es 23, sollte um 27 da sein. Wie viele Kilometer haben wir? 5,6. Ich glaube aber, dass wir jetzt nicht mehr durchpesen können. Obwohl, da hinten sind die also 160. Wir haben es 23, sollte um 23 da sein. Und ich habe noch 6,7 Kilometer. Fragt ihr euch auch, warum ich gerade PZB bestätige? Ich auch. Ist ja eigentlich nichts zu bestätigen. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass das in Realität tatsächlich überwacht wird. Also das wird, also es wird alles überwacht, logisch. Aber das wird zum Beispiel auch tatsächlich ausgewertet, so wie oft man PZB sinnlos drückt. Also wie bei mir hier immer, einmal zu viel drücken schadet ja nicht. Das ist, glaube ich, in Realität eher nicht so. Schön gut. Dach, noch einer mit Steuerwagen voraus und RE1 vermutlich. Oder das warst du jetzt. Nee. Jetzt. So, oh Gott. Wir können ja mal wieder 160 hier fahren. Können wieder 160 ballern, Schwalter. Ah ja. Ah, hier gute Laune heute. So. Oh
Komm, lass. Danke. Jetzt gerade nur 15 Punkte bekommen. Wahrscheinlich zweimal 15 Punkte. Ja. Anstelle von 30 für zu schnell sein. So, vorne 120. Und dann ist aber auch gleich schon bald Bahnhof. Oh, oh, das sieht aber. Oh, gelbes Signal. Aber es liegt daran, dass wir danach dann. Müssen wir noch aufpassen, dass wir das noch bestätigen. Zum Beispiel. Ja, das kann wichtig sein. Was kann wichtig sein? Zu bestätigen. Ich bin ja mir überlegen, ob ich jetzt wirklich so spät es geht runtergehe, wo reinbremse. Um halt möglichst, oh Gott, um möglichst viel Geschwindigkeit noch mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass PZB auch nicht wirklich anschlägt. Ich habe keine Ahnung warum. So, ich bin jetzt kurz vorm Halten. No? No, ich bin pünktlich. Ich habe ja doch noch ganz schön was aufgeholt. Läuft bei dir. Aber ich glaube, die Zeit zum Fluss war auch mega. Großzügig. So, gelbes Signal. Wir bestätigen es mal. Pff. So, ich bin da. Okay, warte, ich steige jetzt nochmal aus. Okay, ich sollte mir merken, wenn PZB nicht wenn SIFA nicht funktioniert, funktioniert PZB auch nicht. Ich habe jetzt eine Zwangse bekommen, die ich nur bekommen konnte, weil ich nicht bestätigen konnte. Okay, und ich habe wieder falsch rum die Lichter angehabt. Sehr gut. Ich bin rückwärts gefahren. Profi. Weil ich wahrscheinlich vorhin auf der anderen Seite saß. Hat keiner gesehen. Aber dafür war die Fahrt ganz erfolgreich bei mir. Fand ich. Du bist jetzt auch da, ne? Ich bin 800 Meter davor, weil ich eine unbestätigbare Zwangse bekommen habe. Du hast eine SIFA-Zwangse bekommen? Ohne SIFA? Nein, ich habe eine PZB-Zwangse bekommen, die ich nicht, wo ich nicht agieren konnte, weil, ne? Weil nicht nur PZB backt, nicht nur SIFA backt, sondern auch PZB. Okay. Das ist doof. So, Türen verriegeln machen wir nochmal. Rechts verriegeln. Und dann darf der Kollege gleich übernehmen. Beziehungsweise wir werden jetzt noch unsere Auswertung sehen. Zack, da haben wir so. Ja, aber gut gefahren, würde ich sagen. Ne? Guck mal, hier immer am Limit. Und zum Halten immer schön runtergebremst, aber auch schön gerade hier teilweise die Kurven. Guckt euch das mal an, so kenne ich gar nicht von mir. Die war jetzt sehr, sehr schräg hier Richtung letzter Halt in Wattenscheid. Die war auch am weitesten durchgerutscht. Also bei der Ernte war immer kurz davor gehalten. Also Haltegenauigkeit im Mülheim hatten wir 0,351 Meter. Das ist gar nicht schlecht. In Essen 3,23 Meter, in Wattenscheid 9,56 und in Bochum 3,15. Hast du deine Auswertung auch schon? Nee, ich halte jetzt. Ich habe meine Auswertung noch ein bisschen drauf. Auf 35 Kilometer haben wir hingefahren. Gegangen, immer fast 500 Meter auch gelaufen. Aber es liegt daran, dass ich vorhin zweimal hin und her im Zug gelaufen bin. Daran könnten die 500 Meter laufen sein. Klingen haben vielleicht. Weiß man nicht. So, bist du fertig? Ich muss auf Fahrgäste einsteigen lassen. Wollte noch einsteigen lassen. Nee, aber sonst fand ich die Fahrt gar nicht schlecht. Ja. Hier vorne habe ich ein bisschen gestottert am Anfang, ne? Ja, gut. Wie viele Punkte hast du?
6864. Okay, du wirst mehr haben. Ich komme nur auf maximal 6642. Ich werde aber noch jede Menge Abzug bekommen, weil ich zu spät bin. Also wieder 6 Minuten. Also ich werde höchstwahrscheinlich. Ich sage es einfach mal, also ich habe noch ungefähr. Die Frage ist, ich stecke noch ein. Ich sage, ich komme auf 6400 maximal. Ich frage mich, ob ich gerade echt die ganze so irgendwie 3-4 Minuten reingefahren habe oder ob der Fahrplan bei mir einfach so lasch war. Ich vermute das Zweite. Aber nee, guck mal, selbst den Wattenscheid bin ich pünktlich gewesen. In Essen auch. Ich bin überall pünktlich gewesen. Nee, Quatsch, in Essen bin ich eine Minute zu spät, in Wattenscheid bin ich pünktlich gewesen. Oh, gut, bitte. Ich hatte recht, ich habe 6392 Punkte bekommen. Nur eine Silbermedaille. Wo steht die Medaille? Ich habe gar keine Medaille bekommen dafür. Glaube ich. Oder? Bei mir steht, müsste doch unter den Gesamtpunkten und der AP stehen. Müsste rechts neben den AP stehen. Bei mir steht gar keine Medaille. Okay. Naja, keine Ahnung. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oder willst du noch ganz kurz, wie genau hast du deine Haltgenauigkeit? Das sind mich noch. Wie genau hast du gehalten? 9,04 Meter, 7,41 Meter, 18,5 Meter, 2,36 Meter. Und die 18,5. Du hast aber mehr gehalten als ich? Ja, ich habe viermal gehalten. Ich auch. Stimmt, ja, nee, doch, Quatsch. Ich kann nicht zählen. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Das war eine sehr schöne Auswertung. Ich kann nicht zählen. Ja, das ist wirklich so. Tschüss. Tschüss.